Willkommen zurück zu einer neuen Folge Serious Sans Bogus Detour. Wir sind Folge 27 und clearen heute den Osten der Basis, wo es die rote Keycard geben sollte. Und wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ding-dong. Okay, alles klar, Leute. Alles klar, kein Thema. Ich bin ready. Ich bin doch nicht so ready. Aua. Junge, wo kommst du denn her? Hau ab. Oh, der hat die Frenzy gemacht. Aua. So, geht down jetzt. Ich habe kein Ammo mehr. Shit. Wir brauchen dringend Bullets. So, der Typ ist down. Ich würde jetzt gerne nochmal saven. Ja, danke. Danke, Papa. Hallo, Leute. Hallo, Science. Hehehe. Hallo, Dude. Oh Gott. So. Ah, läuft, läuft. Grüne Keycard haben wir. Gegner in dem Raum. Check. Ach, da brauchen wir die gelbe. Hehe. Farbwandschen immer meine Stärke. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, da oben sind Explosive Dudes. Können wir die von hier erwischen? Aha. Aua. Hau ab. Was gibt's hier? Oh, Blades. Nice. Ah, Orks! Nice. So. Im Moment sind wir noch im Frenzy Mode. Oh, Blades. Richtig nice. Pretty wertvoll. Okay. Oh, nice. Boah, die. Junge, Mann, ich. Na! Ah, Kacke. Drecksmist. Ah, zu krass, das war zu krass, das war zu viel. Es war zu viel, definitiv. Wir brauchen mehr Shotgun-Ammo. Ja, also durch Gegnerhorden lohnt sich die Killing Frenzy definitiv. Bei Einzelgegnern ist es eher mega kacke. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die gut finde. Im Moment würde ich sie wahrscheinlich, glaube ich, eher retrain. Da ist ein Stern links, rechts. Ja, rechts. Auch gelb. Gelb gab's unten. Warum machen wir dann erst diesen Raum hier? Ist es nicht sinnvoller, erst rot zu holen, gelb zu holen und dann hierher zu kommen? Nee, ist egal. Wir gehen einfach, wenn wir die Keycards alle haben, gehen wir nochmal durch alle durch. Leute, geht mir nicht auf den Sack. Ich brauche mehr Shells. Ich habe nur noch 47 Shells. Au, au! Scheiß, die Wand an, habe ich mich gerade erschrocken. Alter, ich dachte, das wären nur Kisten. Auf einmal bum 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 tot. FML, FML. Junge, geht drauf jetzt. Wir können ja mal vielleicht Electricity nutzen. The Shaft. Hier liegt ja ständig Electricity rum. Dann warum nicht mal damit reinballern? So.
Hatte der nicht... Ach, der andere hatte die Keycard. Der steht da noch. Ja, der ist ja jetzt easy. Danke für die rote Keycard. Ist dann da oben noch Risse in der Wand? Oder irgendwo hier Secrets oder so, die ich noch übersehen könnte, wenn ich nicht aufpasse? Einmal Science gebasht. Okay, vielleicht sollten wir aber auch ein bisschen mehr Electricity sparen. Da liegt sie doch, oder? Nee, das ist Rockets. Und Fuel. Na gut. Sei es drum. Oh, shit, was ist das? Wie kommen wir da rein? Ja, Electricity, nice. Bullets. Oh, Bullets. Super nice. Superbly nice. Was ist das jetzt hier schon? Schon geklärt? Da unten ist auch noch irgendwas. How? Da ist der Porter. Vielleicht brauchen wir dafür tatsächlich erst die gelbe Karte. Vielleicht muss man mehr Farbe nach Farbe machen und nicht nach Gefühl. Okay, gehen wir mal in diese Richtung hier. Oh, rot haben wir, Düdüdüd. Das nützt uns nichts. Hier waren wir schon mal. Hier brauchen wir gelb. Und man weiß nicht, was man hier braucht. Das ist jetzt nicht einer von denen hier, die man zerstören muss, oder? Nee. Da können wir ja auch rein zum Companion Cube. Warum waren wir da noch nicht? Achso, weil wir da nicht rein können. Hä? Ich dachte gerade, wir hätten eine Möglichkeit, da reinzugehen, weil die Tür da drüber offen ist, aber dann müssen wir hier durch und da oben durch und dann müssen wir von oben kommen. Aber wie kriegen wir das da oben auf? Ist schwer zu sagen. Holen wir erstmal Karte, vielleicht ist später offen. Woher sollen wir wissen? Ist nicht die Razor Gun, sondern Laser Cannon angesagt. So Leute, ihr seid dick. Und ihr habt Bock auf Frenzy. Alter, die Roten droppen wie Fliegen. Ne, der erste Rote ist gedroppt wie eine Fliege. Im Frenzy-Modus? Ja. Sehr schön. Fuel. Sind da noch mehr Gegner? Ich bin gerade gefrenzied. Kann ich gebrauchen, um die down zu maken. Danke. Noch mehr? Das sieht doch erstmal gut aus. Oh, was ist das da? Das ist ein Porter. Ein Harry Porter. Nicht ein Herr Reporter. So. Zack, 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 zack. Jawohl. Oh, hier ist... Shit. Da kommen gleich Gegner raus, oder? Nicht? Muss ich das jetzt noch kaputt machen hier? Jungs. Hört auf, mir auszuweichen. Sind da Atombomben unter uns? Hier ist ein Schalter. Der hat die erste Reihe hier ausgemacht. Von Stacheln. Leck mich fett. Ich muss nicht ernsthaft alle davon zerstören, oder? Oh, wir sind hier unter der gelben Tür. Haben aber die gelbe Karte noch gar nicht. Hehehe. Was brauchen hier? Keine Ahnung. Was machen hier? Kann ich da durch? Ja. Ja, dann lass uns da doch mal durchlatschen. Und hier ein bisschen für Randale sorgen. Boah.
shit. Ich wollte dich nicht befreien, geh wieder weg. Au. Hallo Science. Alter, Science, hör auf wegzulaufen. Okay, wenn wir fertig sind mit den Gegnern überall, dann können wir sonst auch mal rumgehen und diese ganzen Sachen, die hier noch zerstörbar sind, einfach mal zerstören. Vielleicht finden wir dann noch Schalter, die irgendwelche Secrets freischalten. Hadülüt. Erstmal nachladen. Hier zum Beispiel ist noch Armor. Aber ich weiß jetzt nicht, ob hinter denen was ist. Können wir uns da einfach durchfrenzeln? Nicht so richtig, die weichen einem aus. Obwohl, jetzt frenzeln wir uns da doch ganz gut durch. Und es gibt Experience. Aber sonst ist hier nichts weiter. Schade. Schade, Schokolade. Düdelüt. Wie sieht's mit den Stachis aus? Noch nichts weiter deactivated. Shit. Shit von Mr. Schmidt. Naja, was soll machen? Wir nichts können machen. Blades, Science. Hallo Freunde. Wow. Wayala Ding Dong. Zack, boom. Boom, zack. Shells, oh nice. Ja, Shells. Oh, shit. That was expensive. Regarding the health. Aber wir frenzien. Das heißt, wir können überall durchrushen. Erstmal, solange wir survivoren. Wir haben allerdings fast keine Energie mehr. Und sind low auf Ammo. 20 Shots noch. Die reichen für den. Hobedi! Reichen vielleicht nicht für den. Doch. Sogar noch 2 Shots über. Die reichen für euch beide. Ah, blaue Tür. Machen wir auf. Eraser Gun. Eraser Gun. Ja, okay. So, wir sind ganz low jetzt. Auf Ammo, aber wir haben wieder ein paar Shells. Ein paar Bullets. Also das ist ja das Schöne, wenn wir die eine Waffe leer geballert haben, haben wir in der Zeit schon ein bisschen was für die andere Waffe gefunden. Und ansonsten liegt auch überall noch Munition von Waffen, die wir voll haben, die ich aber nicht unbedingt schon benutzen will, rum. Ist das wieder die gelbe hier? Ja. Yellow Keycard required. Yellow Keycard. Ich hab keine Yellow Keycard. Shit, da ist ja noch so ein Raketenfratzer. Jetzt warten. Aua, aua, aua. Ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht weg. Es tut mir leid. Ich konnte nicht weg. Oh, seht ihr das? Jetzt haut ab, ihr Säcke. Aua. Was, wo kommt ihr denn her? Keine Zeit für euch. Hau ab. Nice. Well done, well done. Blaue Karte? Ne, erstmal die dicken. Junge, ich sehe überhaupt nicht, was da gerade auf mich alles zukommt. Okay, jetzt sehe ich es vielleicht. Ja, wir sind gefrenzied, Alter. Shit, 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 shit. Das hätte ich gerne noch genutzt, noch ein bisschen länger. Aber war leider nicht drin. Egal. Gelbe Keycard, die müsste hier jetzt gleich kommen, denke ich mal, oder? Willst du denn, Alter? Ab. Und ein bisschen Science.
Salz. Leute, müsst ihr so verstreut stehen. Könnt ihr euch nicht auf einen Haufen stellen, so auf einen Pulk und dann... Aua. Hier war ich doch vorhin schon. Das war einfach nur nach Süden weiter. Wieso sterbe ich denn jetzt schon wieder so oft? Das ist kacke. Das war nicht von mir gewollt. Hier war das. Okay. Ihr beide sollt weg. Hier ist die Wand kaputt. Hab ich die kaputt geschossen oder warst du das, mein dicker Freund? Ich glaube, es war mein dicker Freund hier. War hier nicht noch einer? Ist der schon down? Ja, hier waren wir schon. Daran erinnere ich mich. Genau, hier sind wir doch... Ja, gewesen. Okay, so. Alter, wer bist du denn? Du bist ja der Ultra-Science. Was ist das? Certified Eye! Lichtschwert, wir kommen! Sweet! Oh, sweet. Kann ich hier mit dadurch? Nee. Aber da ist ja die Wand auch offen. Die ist zu. Okay, wir räumen hier kurz auf. Wir haben ja auch wieder so einen dicken Block, der die ganzen Türen mit Energie versorgt. Den müssen wir noch erledigen. Das kommt auf jeden Fall noch, aber das machen wir lieber in der nächsten Folge. Hier ist noch eine Wand. Und noch eine, damit man auch ja nicht übersieht, wie man hier reinkommt. Die Scheiben sind zwar zerstörbar, aber dahinter ist nichts, wo wir rein können. Und die Wand ist, soweit ich das sehe, auch nicht breachable. Von daher... Hier oben waren wir durch. Ne, hier oben waren wir nicht durch. Dann machen wir das hier noch. Kacke. Weg. Okay, da ist noch ein bisschen Science. Oh, Kacke, der ist ja der Dicke. Digger Typ, hau ab. Shit, low ammo. Komm, für den reicht's noch. Yes! Wir haben sogar noch 30 Energie. Das reicht noch für ein bis zwei Gegner vielleicht. Jungs, ihr... Au! Schreit doch förmlich nach einem Flamethrower. Ihr an sich auch. Er ist einfach weggeflamed worden. Kann ich euch irgendwie zusammentreiben irgendwo unten und dann einmal raufflamen und dann geht ihr down? Oh, jetzt gehe ich down, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass ich fast down bin und dass da ja Gegner sein könnten. So, geht nochmal alle hier zusammen, gemeinsam ins Eck. Leute, ihr seid nützlich, ihr habt mir das Certified Eye gegeben. Zwar nur der eine, der auch extrem markiert war. Aber immerhin. Außerdem gebt ihr mir Erfahrung, oder? Ich glaube ja. Rote Keycard, haben wir. Oh shit. Die exploden. Aber nicht hierher, bitte. Haut ab jetzt. Schön da alles kaputt machen, aber nicht zu mir. Roms, polter, knaller, baller. Nice. Gelbe Keycard habe ich noch nicht. Warum nicht? Sollte die nicht hier sein? Achso, wir haben ja auch noch was zu tun. Ja, stimmt ja. Top. Ich würde sagen, einsammeln. Dann sind wir gut gewappnet für gleich. Ich meine für die nächste Folge. Oh, da sind noch Shells. Oh, hier ist so viel zum Einsammeln. Ich waste out. Können wir hier rein? Nope. Dann steht ja als nächstes dieser Raum hier an, nicht wahr? Den machen wir in der nächsten Folge. So, von daher, bis dahin. Tschüss, vielen Dank für's Zusehen.